Ja, hallo ihr Lieben, wir haben den letzten Make-up-Mittwoch im Monat und ihr wisst, was das heißt. Ich zeige euch heute die neuen Produkte, die im nächsten Monat Januar in den Drogerien zu haben sind und ich erzähle euch ein bisschen was davon, wie ich die Qualität einschätze und außerdem habe ich noch eine Überraschung für euch. Ja, ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie ich die Drogerie-News für euch etwas interessanter und für euch passender gestalten kann. Denn ich lese auch oft unter den Videos, das passt mir nicht, wieso muss ich mir die Verlosung angucken, ich will nur das gucken, ich will dies nicht, bla bla bla. Und deswegen habe ich mir überlegt, wir werden die Drogerie-News in ein Drogerie-Karussell verwandeln. Und was das bedeutet, sage ich euch jetzt. Ja, ab sofort dreht sich das Drogeriekarussell in die Richtung, in die ihr gerne möchtet, denn ich habe euch die LEs aufgeteilt und in einzelnen Videos hochgeladen, was sicherlich erstmal etwas mehr Arbeit ist, aber ich glaube, dann euch ganz gut in den Kram passt, weil in Zukunft könnt ihr euch nur das angucken, was es gibt. Und deswegen präsentiere ich euch jetzt hier eine kleine Übersicht. Wir beginnen mit der Essence Ice Ice Baby. Die solltet ihr euch anschauen. Da gibt es einen sehr, sehr schönen Highlighter, der mein Herz höher schlagen lässt. Als nächstes wird es von Essence die Kalinka Beauty LE geben. Da sind interessante Augenbrauenstifte dabei und auch eine sehr süße Kosmetiktasche. Essence hat diesen Monat viel vor, deswegen gibt es außerdem noch die Love Letters LE. Das ist meine Lieblings-LE von Essence für diesen Monat und die hat einige tolle Produkte. Insofern würde ich euch empfehlen, auch das anzuschauen. Kommen wir zu Catrice. Catrice hat zwei LEs. Zum einen die Lash Flash. Es handelt sich um eine ganz tolle LE mit künstlichen Wimpern. Solltet ihr euch angucken, wenn ihr Wimpern-Fan seid. Und die Lala Berlin bei Catrice LE, wo wir schon einen kleinen Ausschnitt auf das neue Standardsortiment bekommen, wo ich euch ja noch am 2. Januar ein Video zu hochladen möchte. Dann machen wir weiter mit Alverde. Auch die sind dieses Mal im Drogeriekarussell mit dabei. Die LE nennt sich Elegant Dark und da sind die Lippenstifte einen näheren Blick wert. Dann machen wir weiter mit Rival de Loup Young. Die haben eine Limited Edition, die nennt sich Snow Glitter und da sind doch durchaus spannende Glitterglosse mit dabei. Also wer da ein Fan ist, sollte sich diese Limited Edition einmal anschauen. Und wir haben dann außerdem noch von Rival de Loup die Glam Collection, wo es ganz spannende Shimmerpowder Bricks gibt. Also wenn ihr Shimmerpowder-Fans seid, klickt doch dorthin. Und last but not least haben wir noch die neue Alterra Kollektion mit spannenden Liquid Eyeshadows. Ich habe euch ab jetzt die Sachen zum Anklicken fertig gemacht. Und es wird außerdem noch ein besonderes, Goodie geben, denn ich habe mir überlegt, wir machen das mit dem Gewinnspiel mal ein bisschen was anderes. Es gibt bei mir immer so coole Sachen zu gewinnen. Da müsst ihr jetzt in Zukunft mal ein bisschen was für tun. Ihr bekommt von mir alle drei Essence LEs, die ich euch in diesem Video vorgestellt habe. Zum Teil sind die Sachen geswatcht. Macht nicht mit, wenn euch das nicht gefällt. Aber ich würde euch gerne diese Bemusterung einfach weitergeben. Deswegen habe ich in jedem Video, was ich euch hier an der Seite verlinkt habe, eine Zahl versteckt und ihr müsst mir lediglich in die Kommentare die Zahl schreiben, die ihr ausgerechnet habt aus allen anderen Zahlen. Ich werde diese Zahl auf die Blacklist setzen, sodass eure Kommentare unter dem Video nicht erscheinen werden, also wundert euch nicht. Und ich werde dann bei den nächsten Drogerie-News ein extra Video machen zur Gewinnerverkündung, wo ich dann aus diesen Kommentaren quasi den Gewinner gezogen habe. Und ich werde unter allen Videos, die ich jetzt hier verlinke, die Kommentare ausschalten, weil ich da einfach nicht drauf eingehen kann. Ja, ich hoffe, das Klicken macht euch ein bisschen Spaß und so könnt ihr euch nur das anschauen, was euch gefällt.
Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, wie euch das gefällt. Es ist natürlich deutlich mehr Arbeit, aber ich denke, so kann man das einfach den Bedürfnissen dementsprechend anpassen, weil es ja auch immer mehr LEs werden. Also dieses Mal sind es ja schon 9 und zum Beispiel Manhattan oder Sally Hansen oder so waren gar nicht mit dabei und so ist einfach die Möglichkeit, besser Übersicht zu bewahren. Wenn ihr mich noch nie gesehen habt, solltet ihr mich abonnieren. Ihr erfahrt bei mir alles Wichtige von den Drogerieneuheiten, welche Produkte kann man empfehlen oder eben nicht. Und ich habe euch natürlich hier unten nochmal ein weiteres Video verlinkt, auf das ihr klicken könnt. Und ich sage einfach für heute, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal, eure Coco.